Kollege und Freund Rüdiger Kruse, meine sehr geehrten Damen und Herren. Erst einmal danke, dass Sie so lange nach Feierabend oder bis kurz nach Feierabend hier ausgeharrt haben. Und es zeigt die hervorragende Mitarbeiterbindung zwischen Unternehmen und Ihnen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist das eine. Das zweite, was typisch für Politiker gehalten wird, dass sie sich sofort entschuldigen für das zu spät kommen. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich ein manchmal regelrecht extremistischer Pünktlichkeitsfanatiker bin. Heute, das gebe ich auch zu, geriet mir alles völlig durcheinander, terminmäßig. Ich habe gerade